Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Videoprojekt oder einer neuen Art der einer Videoreihe. Denn ich habe mir gedacht, ich habe so ein paar Dinge, die mich in letzter Zeit so ein bisschen aufregen, sowohl halt auf Spiele bezogen als auch im Real Life bezogen. Und ja, da dachte ich mir einfach mal, jetzt habe ich gerade ein Thema am Anliegen, was mich jetzt in den letzten Tagen so beschäftigt hat, weil ich halt viel PvP bringen wollte und auf Servern spielen wollte, und deswegen habe ich mir halt heute gedacht, rede ich mal über die Minecraft-Server, die mir gefallen, beziehungsweise sage mir, was mir an Servern gar nicht gefällt, beziehungsweise empfehle euch Server, was auch immer. Und ja, ich wollte jetzt einfach mal, habe mir jetzt so eine kleine Liste gemacht. Das sind zwar nur 5 Server, ich habe einfach die Server genommen, auf denen ich schon mal ein Video gemacht habe und es euch dann gezeigt habe. Beziehungsweise ich habe die Server genommen, die ich auch privat spiele, wo ich kein Video hochgeladen habe von. Also fange ich jetzt mal an. Ich habe jetzt, und zu den einzelnen sage ich dann was, also das, dieses Format, ich weiß noch nicht, wie ich es genau nennen werde, dieses Format wird dann hin und wieder mal kommen, in unregelmäßigen Abständen, können mehrere Wochen dazwischen sein, können wenige Tage dazwischen sein, das weiß ich noch nicht, aber es wird auf jeden Fall relativ unregelmäßig kommen, aber es wird bestimmt des Öfteren kommen, da es immer wieder Sachen gibt, worüber man sich aufregen kann, und das, ja, finde ich einfach mal, das kann man kundgeben. Und dann fange ich auch gleich einfach mal an. Den ersten Server, den Standard-Minecraft-Server, den eigentlich jeder kennt, das ist der Hive-MC-Server. Übrigens, hier, Server-IP findet ihr überall, also unten in der Beschreibung von allen Servern. Und ja, da wollte ich nur kurz einmal zum Hive-Server sagen. Viele finden ja den sehr kommerziell. Dem muss ich grundlegend auch zustimmen. Er ist ein sehr kommerzieller, sprich auf Geld auslegender Server, was aber auch logisch ist, wenn man sieht, wie viele Massen an Spielern dann spielen. Das muss ich irgendwie finanzieren. Denn ich finde, die haben echt geile Spielmodi, die mir in letzter Zeit richtig Spaß machen, wie zum Beispiel Trouble in Mineville. Survival Games spiele ich da des Öfteren privat. Auch One in the Chamber. Splack macht auch übel Spaß. Dieses neue Cowboy Indianas, keine Ahnung, wie das genau heißt, macht übel Spaß. Also die haben echt gute Spielmodi. Hide and Seek macht alles wunderbar Spaß. Die Server sind im Gesamtbild gesehen vergleichbar, finde ich, extrem nice. Also die kann man, also die sind der ist extrem gut, der läuft flüssig, wobei jetzt das letzte Trouble in Mineville Update ein bisschen schief gelaufen ist, beziehungsweise noch ein paar Bugs enthält, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber an sich läuft er flüssig, es gibt kaum Server-Lags. Das Einzige, was mich an diesem Server spielt, was mir an diesem Server stört, sind so ein bisschen die Spieler manchmal. Besonders da ich das jetzt in Trouble in Mineville merke, dass die Spieler einfach random killen oder einfach keine Ahnung vom Spiel an sich haben. Wenn sie keine Ahnung haben, ist das okay, aber dann kloppen die auf einen ein oder töten einen einfach, und das finde ich halt ein bisschen scheiße. Dafür kann der Server natürlich nichts, und das kann der Server auch schlecht beheben. Die können ja nicht irgendwie sagen, also klar können sie sagen, dass random Killer gebannt werden, aber man ist es schwer zu beweisen, dass man random gekillt wurde, weil man laut dem Forum, meine ich, einen Screenshot bringen kann, und auf einem Screenshot kann man natürlich zeigen, von wem man getötet wurde, da ja auch nicht steht, wer einen getötet hat. Und ja, das finde ich ein bisschen blöd, aber dafür kann der Hive an sich nichts, und deswegen finde ich, an sich ist es einer der besten Server, auf denen man Minecraft spielen kann, besonders wenn man halt viel PvP spielen kann, beziehungsweise, ja, es ist eigentlich nur ein PvP-Server. Man hat da halt viel Abwechslung, man hat da nicht nur diese PvP-normal, so Survival-Games und keine Ahnung, One in the Chamber, sowas, wo man wirklich Mann gegen Mann, sondern auch sowas wie Hide and Seek, wo man auch mal ein Laber-Video zu machen kann und das dann einfach dahinterlegen kann, wenn man Live-Gameplay machen will. Das ist ja bei mir jetzt nicht der Fall, bei mir seht ihr jetzt irgendein Gameplay im Hintergrund wahrscheinlich. Oder irgendwas anderes, keine Ahnung, da denke ich mir irgendwas aus. Und ja, dann will ich jetzt mal weiterführen mit dem Mineplex-Server. Genau, denn auf diesem Mineplex-Server gibt es echt geile Spielmodi, wie ich finde. Genauso wie auf Hive ist es nicht nur ein ganz PvP, beziehungsweise ein wirklich richtig PvP-Server, wie, da gibt's, natürlich gibt's da auch Survival-Games. Habe ich noch nicht darauf gespielt. Ich habe da allgemein noch nie wirklich viel PvP gespielt. Es gibt da eigentlich nur ein, zwei Spielmodi, die ich da spiele. Und zwar sind auf diesem Mineplex-Server einerseits dieses Minecart, beziehungsweise Mario Kart in Minecraft. Das kennt ihr vielleicht, das habe ich schon früher mal gebracht. Habe ich jetzt nicht mehr auf meinem Kanal. Das Video habe ich gelöscht. Ich habe ja viele Videos gelöscht, aber das ist ja eine andere Sache. Und ja, das ist da drauf, ein richtig geiler Spielmodus ist das. Der macht so richtig Fun, der erinnert einen an die Kindheit von Mario Kart, und das finde ich richtig, richtig cool. Und auch Dragon Escape, einfach mal so ein Jump'n'Run-Spielmodus. Ich kannte vorher so einen Spielmodus noch gar nicht. Klar, Jump'n'Runs kennt man,
aber ich kannte jetzt nicht so, dass man auf so eine Idee kommt, beziehungsweise so ein Server, der daraus ein Wettrennen macht oder ein Fluchtrennen, eher so Räuber und Gendarm-mäßig, wie man es vielleicht aus der Kindheit kennt. Und das finde ich echt geil und deswegen ist es für mich auch mit Hive einer der Top-Server. Es hängt immer davon ab, was ich, worauf ich gerade Bock habe. Momentan spiele ich viel Trouble in Mineville mit Kumpels und deswegen ist da Hive noch ein bisschen weiter vorne, aber an sich finde ich, Mineplex ist da schon echt nah dran und echt auf den Fersen, dafür, dass der Server noch gar nicht so publik ist in Deutschland, beziehungsweise noch nicht so lange bekannt ist. Und ja, besonders, was ich da besonders gut finde, ist, dass sie nicht dieses Pay-to-Win drin haben. Beziehungsweise Pay-to-Play, nenne ich das mal. Pay-to-Play benutzt zum Beispiel Hive, das heißt, man kann, wenn man zum Beispiel VIP bezahlt hat, in Lobbys joinen, die voll sind. Ich weiß nicht, wie das bei Mineplex geregelt hat, aber meine Mineplex hat das nicht geregelt. Also, dass man kann da in Lobbys joinen, also als VIP, glaube ich, nicht in Ex in volle Lobbys joinen. Aber man kann halt andere Klassen wählen. Das heißt, man kann zum Beispiel, man hat halt besseres Equipment. Und das finde ich viel persönlich viel besser als so ein Pay-to-Play oder so ein, halt so ein richtiges Pay-to-Win. Das heißt, man kann nur Spiele spielen, wenn man was bezahlt hat. Das finde ich richtig gut an Mineplex, dass sie da so ein gutes Mittelmaß gefunden haben. Fast einer der besten Server, die es geregelt haben. Dazu komme ich gleich zu einem, wo ich das noch besser finde. Und ja, dann war es das jetzt eigentlich mit Mineplex. Jetzt würde ich weitermachen mit dem Hypixel-Server. Der Hypixel-Server, der hat auch richtig gute Spielmodi. TNT-Games, Blitz-Survival-Games, alles gute Spielmodi. Wieder einen guten Mix aus PvP und so halben PvP, wie halt auch, wie halt TNT Run oder sowas, also wo man, oder Spleef, also dieses Bow-Spleef, wo man halt gegeneinander antritt als Spieler, aber nicht direkt im Kampf steht. Das finde ich richtig gut, da haben die auch einen guten Mix gefunden. Es gibt nur, was ich ein bisschen schade finde, extrem viele Server-Lags. Besonders im Blitz-Survival-Games merke ich das, dass der Server da teilweise extremst laggt, beziehungsweise man halt oft im Boden rumbuggt. Das kennt ihr bestimmt, wenn man einfach vorläuft und wieder zurückgeportet wird. Das ist mir bei Hypixel extremst aufgefallen. Aber dennoch finde ich, die haben ein extrem schönes Design, extrem schöne Maps, extrem schönes Lobby-Design, extrem schönes Teleport-System. Denn wenn man mal genauer hinguckt und auf diesen Server geht, den Server kann ich auch extremst empfehlen. Also die ersten drei kann ich euch alle empfehlen. Dann sieht man, wenn man diesen Kompass benutzt, ich meine, das ist ein Kompass, ja, das ist ein Kompass, wenn man sich, wo man sich hinportet, also wenn man irgendwo anders hingeportet werden will, dann ist dort bei zum Beispiel Blitz Survival Games so ein Pixelbild zu sehen, was halt symbolisieren soll, so ein Menschen, der eine Chest öffnet. Also da muss ich echt sagen, das haben die richtig, richtig gut gemacht, eines der schönsten Teleportsysteme, die da haben. Und ich finde, die haben auch eine der besten VIP-Regelungen da. Denn es gibt bei zum Beispiel, also ich spiele auch sehr oft Blitz Survival Games, da gibt es die VIP-Regelung, ja, das ist so ein bisschen grenzwertig schon wieder, da gibt es extra Klassen, beziehungsweise Kits, die nur VIP oder VIP-Plus-Leute haben können. Das ist dann schon wieder so ein bisschen Pay-to-Win, beziehungsweise Pay-to-Get-Better-Equipment. Get-Better-Equipment, so. Und ja, ich finde das. Das finde ich dann wiederum nicht so toll, aber die haben das gut geregelt mit den Lobbys. Das heißt, wenn, ich glaube, noch ein Sechstel der Leute, also wenn nur noch ein Sechstel des Servers frei ist, also bei 24 Serverplätzen 20 Leute drin sind, dann können nur noch VIPs joinen. Das finde ich richtig gut gemacht. Das heißt, man hat die Möglichkeit rein zu joinen, aber ich glaube, man kann auch nicht wieder rausgekickt werden. Das weiß ich allerdings nicht ganz genau. Also so genau habe ich mich da auch nicht informiert, aber auf jeden Fall finde ich das eine richtig gute VIP-Regelung, wie die das gemacht haben. Und auch das Freundschaftssystem, was man auf diesem Server hat. Das heißt, man kann Freunde hinzufügen, sieht, wann der online war, seine Statistiken kann man, glaube ich, auch angucken. Das finde ich richtig gut. Auch dieses Achievement-System, alles, was die da. Also die haben sich extremst, besonders in dem Bereich, wo viele andere Server nicht glänzen, in diesem Bereich, was nicht nur das PvP an sich angeht, sondern auch noch um die Statistiken, haben die sich extrem Mühe gegeben und nochmal extra Achievements eingebracht und sowas. Also das finde ich echt toll, ein echt super Server. Jetzt komme ich mal zu einem kleineren Server, das ist ein 100-Slot-Server. Das ist der PvP-Dojo-Server. Das ist halt ein PvP-Trainingslager, wie der Name schon sagt. Da, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Hardcore-Games kennt ihr bestimmt. Wenn nicht, dann ja, dann könnt ihr halt mit dem Server nicht viel anfangen, da ich da persönlich immer 1 versus 1 spiele. Das heißt, man kann dann, man spielt, kommt in eine Lobby, hat man eine Blaze Rod in der Hand und dann kann man sich Leute aussuchen, gegen die man gerne kämpfen will, schickt denen mit der Blaze Rod eine Anfrage und die können das dann annehmen.
Und das finde ich extremst gut geregelt. Da kann man dann One versus One machen, also 1 gegen 1, PvP. Und der, der die Anfrage geschickt hat, kann dann Rüstung auswählen, Schwert, also für beide natürlich gleichzeitig. Und dann gibt es noch Pilzsuppen, die heilen einen, wenn man die isst, die kann man instant essen und die geben dann so 4 Herzen Heilung. Und das finde ich richtig gut gemacht, besonders wenn man sich so, wenn man merkt, dass man relativ schlecht ist im PvP. Ich werde jetzt nicht behaupten, dass ich richtig gut bin im PvP, aber das ist eine Methode, wenn man Hardcore-Games spielen will, dann kann man da extremst gut trainieren. Allgemein PvP, One versus One kann man da gut trainieren. Man muss ja nicht mit diesem Pilz umspielen. Also das lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie YouTube-Videos macht und PvP-Skill haben, also PvP-Skill verbessern wollt. Es gibt immer was zu verbessern. Es gibt keinen perfekten PvP-Spieler und ich bin selber von mir nicht überzeugt, was PvP angeht. Ich habe immer so meine Phase, da kann ich vielleicht mal relativ gut spielen, aber grundlegend bin ich wahrscheinlich eher unteres Mittelmaß, was der PvP-Skill angeht. Und da trainiere ich jetzt fleißig, damit ich irgendwann vielleicht bessere Videos, bessere Gameplays bringen kann. Und ja, dann war es das jetzt eigentlich mit dem Server. Also die hat das ist echt eine nette Idee, dass man da so einen Trainingsserver einrichtet. Die 100 Slots sind eigentlich auch fast immer ausgenutzt, so wie ich das sehe. Also des Öfteren, so, also immer 80 plus, wenn ich da online bin. Und dann komme ich zu dem Server, der mich wirklich am Anfang positiv überrascht hat, aber jetzt immer negativer wird. Das ist nämlich der Minecraft Party Server. Das habe ich auch schon mal ein Video gebracht. Das ist einer meiner ersten neuen PvP-Teile. Und ich muss sagen, dieser Server, er war am Anfang richtig, richtig cool. Am Anfang kommt man auf den Server und man kriegt den sogenannten Noob-Rang. Den Noob-Rang bekommt man, sobald man das erste Mal auf dem Server ist, für 120 Minuten Ingame-Spielzeit. Ist sozusagen ähnlich wie VIP, denk, glaube ich. Ist ähnlich zu halten wie VIP. Ein bisschen weniger Rechte hat man dann dennoch, aber es ist ähnlich wie VIP. Und ich finde, dass. Also da habe ich nicht so drauf geachtet. Habe ich sogar, also beim ersten Mal drauf schon so, ja, Noob-Rang, toll, keine Ahnung. Wird nur gezeigt, dass ich vielleicht die Regeln nicht ganz kenne oder so, aber die Spielmodi an sich waren geil. Sind ja so 10, 15 einzelne Spielmodi da drin, ganz kleine Minispiele. Die sind richtig geil und die Ideen sind richtig, richtig Hammer. Von den Ideen der beste Server, den es überhaupt gibt, finde ich, der nicht so unbedingt direkt mit PvP zu tun hat, da das ja alles eher so PvP schon ist, aber eher PvP im Sinne von alle spielen auf einer Map und müssen was Bestimmtes erreichen, können sich nicht schlagen und sowas. Also so in diese Richtung geht es eher. Das finde ich richtig gut gemacht. Und das Beschissenste, das ist das beschissenste VIP-System, was ich kenne. Es gibt einfach Spielmodi, beziehungsweise die geilsten Minispiele sind einfach nicht für entweder Noob-Ränge oder VIPs zu erreichen. Beziehungsweise sind nur für diese zu erreichen. Das heißt, wenn man seinen Noob-Rang abgelaufen hat, seine 120 Minuten Spielzeit, die habe ich natürlich schon längst weg, schon seit 2, 3 Wochen, du kannst einfach die besten Minispiele nicht mehr spielen. Die, die mir am meisten Spaß machen, werden mir einfach weggerissen. Du musst die zugucken. Und das finde ich so beschissen an diesem Server. Ich weiß nicht, wie man das hinkriegt, dass man persönlich hat das noch kein Server bei mir hinkriegt, dass ich einfach sofort meine Laune von diesem Server weg war. Also ich wollte einmal eine Aufnahme mit Justin von Playtube TV auf diesem Server machen. Nachdem meine Noob-Rang das erste Mal abgelaufen ist, ich war das erste Mal wieder auf dem Server und dann habe ich gemerkt, dass ich immer wieder die gleichen Spiele aussetzen muss. Und es waren immer wieder die besten Spieler. Sie hätten sagen können, alle 5 Spiele aussetzen. Fände ich ganz okay. Aber man muss doch nicht immer die gleichen, die besten Spiele, die am meisten Spaß machen, rausnehmen. Und sofort bin ich von diesem Server geleftet, Aufnahme gestoppt, Aufnahme gelöscht und den Server aus meiner Serverliste gelöscht, weil das finde ich einfach nur beschissen. Und auch wenn mir klar ist, dass solche Server Geld brauchen, aber man kann sich das auch irgendwie logischer und spielfreundlicher machen, als nur zu sagen, dass die besten Minispiele dann einfach rausgenommen werden für Leute, die nicht bezahlen. So macht sich für mich ein Server extremst unbeliebt. Und ja, das war es dann eigentlich auch. Das waren jetzt meine 5 Server, die ich euch kurz einmal erläutern wollte. Ich habe schon wieder eine Viertelstunde darüber gelabert, knapp. Und ja, dann würde ich sagen, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr vielleicht andere Themen haben wollt, beziehungsweise nennt mir andere Themen, die ich vielleicht besprechen sollte und wozu ich euch meine Meinung sagen sollte. Und ja, dann schreibt in die Kommentare auch noch, wie ihr zu dem Thema steht, ob ihr irgendwie gegenteiliger Meinung von mir seid, dass ihr zum Beispiel den Minecraft-Party-Server extrem geil findet, aber Hive extrem beschissen oder sowas. Also schreibt mir das in die Kommentare, lasst einen blauen Daumen da, wenn ihr mehr davon sehen wollt, mehr von solchen Videos, wo ich meine Meinung kundgebe und sie euch ein bisschen erläutere. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und
ja, lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Schaut in die Special Stuff Playlist, so werde ich sie nennen, um halt kein Video von dieser Reihe zu verpassen und euch nochmal alle Videos, die ich jemals produzieren werde für diese Reihe, ansehen zu können. Und ja, dann sage ich tschüss und bis dann.